So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und ich habe mal wieder ein Artefakt-Deck für euch mitgebracht. Und zwar ein Deck, was mega cool ist. Von einem Kollegen von mir aus Fischkrieg, wo wir jetzt vor Ewigkeiten die Fischkrieg-Series gemacht haben. Den ersten Part davon. Und er hat dieses Deck gespielt und ich fand das so geil. Ich musste den mehrfach auf Kamera haben und ich musste mir das Deck, die Deckliste habe ich ja zum Glück bekommen, weil ich es organisiert habe und die Deckliste online gestellt habe. Ich musste mir es unbedingt nachbauen. Es ist so ein geiles Deck. Wow, das ist so cool. Wir spielen Fiddlebender's Toolbox. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein genialer Name dafür. Und dafür spielen wir erstmal die wichtigste Karte. Oswald Fiddlebender. Eigentlich habe ich mir den geholt für einen Painter-Deck mit der anderen lustigen weißen Kreatur, die aus dem Deck sucht oder so. Zeige ich euch vielleicht nochmal. Oder so ein Topter-Deck damit zu bauen. Hammer. Aber Oswald Fiddlebender hat auch in diesem Deck eine sehr große Daseinsberechtigung. Ist ein 2-Mana, 2-2er legendäre Kreatur, Gnome-Artefakter. Der hat Magical Tinkering. Ein weißes Mana tappen wir opfern. Artefakt. Durchsuchen unser Deck nach einem Artefakt mit einem Mana-Value 1 mehr als das Artefakt, was wir gesucht haben, was wir geopfert haben. Oh, so cool. Und legen uns ins Spiel und schaffen unser Deck, können wir nur als eine Sorcery nutzen. Leider nur wie eine Sorcery. Nutzen wäre der noch geiler. Und ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Kreatur, weil wir spielen eine Menge mit Artefakten. Bevor wir jetzt zu den Artefaktkreaturen gehen, zeige ich euch die andere sehr, sehr coole Kreatur, die wir drin haben. Und zwar Dark Confident. 2 Mana, 2-1. Zu Beginn des Saisons decken wir die oberste Karte unseres Decks auf. Verlieren Lebenspunkte in der Nähe der Mana-Kosten. Ja, da steht Mana-Kosten drauf. Es ist nicht Mana-Value. Mana Kosten. Und nehmen die auf die Hand. Ja, das sind so die Nicht-Artefakt-Kreaturen und ja, dann kommen wir mal zu den Artefakt-Kreaturen. Weil ohne geht's ja diese Zeit nicht mehr. Wir haben Esper Sentinel. 1 Mana, 1-1. Immer wenn der Gegner seinen ersten Non-Creature-Spell pro Runde castet, auch in eurem Zug und im Gegnerzug und ach, so toll, muss er ein farbloses Mehr bezahlen. Also X farblos mehr bezahlen, wobei X die Stärke von dieser Karte ist. Ansonsten dürft ihr eine Karte ziehen. Das heißt, wir haben nicht nur Dark Confident, wir haben auch Esper Sentinel, um eine Karte zu ziehen. Und wenn der Gegner andauernd bezahlt, können wir ihn mit Oswald in ein 2-Mana-Artefakt-Kreatur verwandeln. Zum Beispiel Eidoloskala. 4 Stück davon. Ein weißes, ein schwarzes, 2-2. Wenn er ins Spiel bekommt, zeigt der Gegner seine Hand vor. Wir können eine Nicht-Land-Karte davon nehmen, sie removen. Und wenn er das Spiel verlässt, bekommt er die Remove-Karte wieder. Hier zeigt sich, warum es schade ist, dass Oswald nur wie eine Sorcery funktioniert. Ansonsten könnten wir den Spielen-Trigger auf den Stack legen und den mit Oswald wegsacken. Geht leider nicht, aber gut. Ist immer noch stark genug, dass wir damit arbeiten können. Natürlich können wir auch Surprise, Surprise vom Esper Sentinel zum Beispiel in den Ethersworn-Kanonist gehen. 2-Mana, 2-2. Spieler können nur einen Non-Artefakt-Spell pro Runde spielen. Wir haben nicht so viele Non-Artefakt-Spells im Deck, dass uns das großartig juckt. Der Gegner vielleicht schon. Und ich habe dabei erlebt, wie das gegen sowas wie Elfen oder auch Combo, Storm und ähnliches einfach mal rausgesucht wurde und casual gedroppt wurde. Ja, Game 1 ein bisschen... Naja, stark, vor allem wenn wir den wirklich mit Oswald rausholen können. Hammer, 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 Hammer. Das sind unsere Kreaturen, es sind nicht so viele Kreaturen, aber es sind genug Kreaturen. Kommen wir mal zu dem nächsten wichtigen Faktor dieses Decks. Also Instant Sorceries haben wir nur im Sideboard. Im Mainboard haben wir danach nur noch Artefakte. Wir haben zum Beispiel Portable Hole, auch die aus dem D&D-Set. Und wie gesagt, die andere Kreatur, diese Injurious oder wie die heißt, auch aus dem D&D-Set. So krass, wie viele D&D-Karten mittlerweile gespielt werden. So traurig. Ein weißes Mana-Artefakt, wenn es ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Nicht-Land-Permanente, der Gegner kontrolliert Mana-Value 2 oder weniger, bis das Ding das Spiel verlässt. Cool ist dabei zum Beispiel, wenn wir damit einen Marit-Lage-Token einfach mal exilen, mit dem Fiddlebang diese Karte dann in eine Zweier, in eine nützliche Karte verwandeln und da kriegt der Gegner das halt wieder, ist dann total Bums. Oder wir nutzen als Removal, weil wir damit eben auch 2-Mana-Karten, wie zum Beispiel eine Counterbalance oder ähnliches, loswerden. Hammer! Ja, wenn wir schon bei lustigen Karten mit dem Fiddlebender sind, müssen wir auch zum Nihilistische Spruchbombe gehen. 1-Mana-Artefakt, das haben wir Mainboard. Tappen, opfern, wir exilen alle Karten aus dem Friedhof an das Spiel unserer Wahl ins Exil. Und wenn die vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, können wir ein schwarzes bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Fiddlebender, wieder genau hier, MVP. Wir können die einfach wegsacken für ein weißes, können schwarzes bezahlen, um eine Karte zu ziehen und können dann eine 2-Mana-Artefakt raussuchen. Zum Beispiel, und das ist eine Karte, die teste ich aktuell, weil eigentlich müssten hier die Lightning Greaves rein.
Ich teste aktuell, ob auch die Swiftfoot Boots gut genug sind, weil sie geben nur Hexproof. Und manchmal möchten wir vielleicht auch unsere Artefakt-Kreaturen, die damit ausgerüstet sind, wegsacken, sonst müssen wir das vorher umrüsten und dann machen und dann kann der Gegner reagieren und hier können wir den nicht, kann der Gegner halt nicht reagieren. Ich glaube aber, sie sind nicht gut genug. In der Deckliste ist auf jeden Fall die Lightning Greaves drin, die würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Das hier ist aktuell mein Test. Ich wollte euch nur so 2-3 Karten auch in dieses Deck-Tag rein splicen, um euch zu zeigen, dass das Deck ein bisschen noch weiterentwickelt werden kann und auch ein bisschen angepasst werden kann. Und ja, ich probiere aktuell Swiftfoot Boots, sind wahrscheinlich echt nicht gut genug im Vergleich zu Lightning Greaves. So, dann auch Mainboard. Können wir auch mit Fiddlebender relativ cool suchen. Pithy Needle. Er kommt ins Spiel, wir sagen eine Karte an und Nicht-Mana-Abilities dieser Karte können nicht benutzt werden. Das heißt, wenn wir damit irgendwie, wenn sie ins Spiel kommt, eine Aether-Fiole ansagen, ist rum. Wenn wir damit irgendeine Ausrüstung ansagen, ist rum. Mother of Runes ist rum. So cool. Vor allem, weil wir sie halt für Null-Mana-Artefakte raussuchen können. Null-Mana-Artefakte haben wir auch genug. Wir spielen einmal, beziehungsweise viermal Mishra's Bubble. Das ist ein Null-Mana-Artefakt. Tappen, opfern. Wir gucken uns die oberste Karte vom Deck des Gegners an. Zu Beginn des nächsten Versorgungsmanns ziehen wir eine Karte. Ich bin am überlegen, ob ich einen 2-2-Split mache zwischen 2 Mishra's und 2 Ursa's Bubble, aber aktuell spiele ich noch mit den 4 Mishra's Bubble. Dann nächste Null-Mana-Artefakt, Mox Opal, wer hätte es gedacht. Null-Mana-Artefakt mit Metalcraft, tappen, wir kriegen einen Mana beliebiger Farbe, können wir nur aktivieren, wenn wir 3 oder mehr Artefakte kontrollieren. Ja, wer hätte es gedacht, wir können ihn halt tatsächlich auch für einen Mana tappen und können ihn mit dem Oswald dann wegsacken, um uns ein Portable Hole, ein Pithy Needle, eine Spellbomb oder haben wir, ja, Esper Sentinel oder andere Ein-Mana-Sachen zu holen. Es ist schon stark. Es ist schon stark, das muss man einfach sagen. Dann haben wir noch ein Lotus Petal drin. Bin ich auch überlegen, wie wichtig das wirklich ist. Aktuell habe ich es bisher jetzt noch nicht wirklich gebraucht, aber vielleicht kann man hier auch ein anderes Null-Mana-Artefakt drin spielen, wo man Artefakte mit regenerieren kann oder eine Kreatur regenerieren kann oder muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall aktuell ein Lotus Petal als 5. Moxopal. Es ist ganz nett, das irgendwie rauszusuchen. Dann, wenn wir die Swiftfoot Boots nicht mehr brauchen, oder wir eben sagen, wir wollen die Tide-Holo-Skala wegsacken für mehr Aggro, haben wir auch 2 Nettlesis drin, 3 Mana Living Weapon, eine Kreatur kriegt +1/+1 für die Artefakt und den Charmen, was wir kontrollieren, +2 zum Equippen. Sehr, sehr cooles Teil, einfach weil wir es auch easy raussuchen können für 3 Mana. Sehr, sehr stark für den Beatdown-Plan. Wirklich cool für den Beatdown-Plan. Ich bin auch am überlegen, ob man hier zum Beispiel auch eine Cranial Plating benutzen kann. Einfach nur, um für 1 Mana +X/+0 zu geben, wobei X die Anzahl an Artefakten ist. Würde halt in den 2er-Slot passen und wenn wir da nichts haben, können wir die dann Cranial Plating in die hier tauschen. Und so eine Nettlesist, eine Cranial Plating, wäre aktuell meine Idee. Dann, ja, meine lieben Freunde, wir spielen Ursa's Sage. Wer hätte es gedacht? Für die Ursa's Sage haben wir einen Shadow Spear drin, 1 Mana Artefakt. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+0 und hat Trample Lifelink. Für ein farbloses können wir alle gegnerischen Kreaturen, beziehungsweise permanente sogar, krass, Indestructible und Hexproof verlieren lassen und für 2 Mana equippen wir das Teil. Das ist halt stark mit den Ursa's Saga Tokens, stark mit dem Nettlesist und kann auch mal auf so einem Oswald Fiddlebender oder so einem Aetherthorn Canonist oder sogar auf einem Esper Sentinel zuhauen und ein bisschen Leben generieren. Und dann haben wir eine Retro für der Fundry, 1 Mana Artefakt. Für 3 Mana enttappen wir das Ding. 2 Mana tappen, wir machen einen Servo. 1 Mana tappen, wir opfern einen Servo, kriegen einen Top da. Tappen, wir opfern einen Top da und kriegen ein 4-4 Kalles Konstrukt. Diese Karte lese ich auch viel zu häufig vor in letzter Zeit. Aber sie ist auch dabei relativ genial, weil wir kreieren hier 0 Mana Servo-Token. Das bedeutet, wir können den einfach mit Oswald dann in einen 1 Mana, in Actual Karten verwandeln, wenn wir es unbedingt wollen. Was auch ziemlich, ziemlich nice ist. Ja, dann kommen wir zu den Ländern. Länder spielt dieses Deck relativ viel im Vergleich zu anderen Artefakt-Decks, die ich euch in letzter Zeit gezeigt habe. Dementsprechend, wir fangen erstmal an mit der wichtigsten Karte, die ich euch schon genannt habe. Ursa's Saga. Das ist eine Enchantment-Land Ursa's Saga. Typ Ursa's Saga. Wenn die ins Spielfeld kommt oder nachdem wir eine Karte gezogen haben, kommt dann Lore-Counter drauf. Wenn es die volle Lore-Counter-Zahl erreicht hat, in dem Fall 3, müssen wir das Ding opfern. Und ja, wenn es ins Spielfeld kommt, kriegst du Marke, dann hat es Tappen für ein farbloses. Für 2 Mana Tappen können wir 0-0 Colorless Construct Token machen, das +1/+1 für das Artefakt bekommt. Und wenn die dritte Marke drauf ist, dann wird das Ding geopfert. Du kannst direkt durchsuchen nach einer Karte, die genau 0 oder genau 1 kostet. Wichtig hierbei ist, es geht um genau 0 und genau 1. Das bedeutet, wir können uns den Esper Sentinel nicht suchen, weil er kostet ein weißes und nicht 1, also ein farbloses oder 0 farblose. Dementsprechend, ja, können wir damit leider nicht suchen. Dann haben wir Basics, eine Ebene. Wenn ihr unbedingt den Regeltext von einem Basic-Land mal sehen wollt, hier habt ihr ihn, das ist die Ebene. Dann habt ihr den Sumpf, wenn ihr mal den Regeltext von einem Sumpf lesen wolltet.
Ihr habt ihn. Dann spielen wir dieses Deck zwei Duels. Das sind zwei Scrublands. Die kann man tappen für ein weißes oder schwarzes. Sie gelten als Ebene und als Sumpf. Was die Bewandtnis hat, dass wir manchmal eben in der ersten Runde was Weißes brauchen, um in der zweiten Runde Taito Holoskala spielen zu wollen. Und wir wollen uns nicht so krass an Mana binden, weil Schwarz brauchen wir gar nicht so viel. Weiß brauchen wir eher, aber so ein bisschen Schwarz auch. Aber wenn wir da mit Basics arbeiten, meh. Kann man machen, kann man machen. Ich bin aktuell noch nicht der Fan davon. Um diese vier Basics, Farben, Sachen, Duels zu finden, haben wir dreimal Mushflats. Das ist ein Fetchland, tappen ein Mana, bezahlen, opfern. Wir suchen unser Deck nach einer Ebene oder einem Sumpf. Damit können wir entweder diese beiden Scrublands, also eins der beiden Scrublands finden, oder eben einen Sumpf oder eine Ebene. Dann drei Wastelands. Wastelands zerstört gegnerische Non-Basic Lands. Die brauchen wir einfach, um durchzukommen, weil wir manchmal echt fies darunter leiden, wenn der Gegner irgendwelche komischen Länder hat, die uns nicht angreifen lassen. Gegnerische Ursachs-Sagas gehen uns auch ein bisschen auf den Peace. Dementsprechend brauchen wir Wastelands, um die zu zerstören. Und ja, wir haben so viele Targets für Wastelands mittlerweile. Gefühlt brauchen wir mehr Wastelands. Dann haben wir noch ein Karakas, weil ohne Karakas gehe ich nicht aus dem Haus. Tappen für ein farbloses oder tappen eine Legendary Creature bouncen. Wichtig, wir können damit eben auch Oswald Fiddlebender einfach mal beschützen, weil wir ihn sogar auf die Hand nehmen können. Ist hierbei sehr, sehr wichtig, weil es nun mal unsere Main-Kreatur ist. Aber wir können damit auch gegnerische Talias, Krisselbrände oder sonst was bouncen. Dann habe ich ein Zeil in Clearing reingenommen. Wir können das Ding tappen, ein Leben bezahlen, in Weiß oder Schwarz bekommen. Wir können das Ding für einen Mana tappen, opfern, eine Karte zu ziehen. Das ist halt sehr, sehr cool, einfach nur, weil wir, naja, eine Karte ziehen können. Wir haben auch im Sideboard eine Karte, mit der wir das ein bisschen ausnutzen können. Dementsprechend ist es schon cool, dass wir die haben. Können wir leider nicht suchen, aber eins ist halt genug. Ansonsten kriegen wir zu viel Damage. Weil wir brauchen noch Platz für Artefaktländer. Wir spielen drei Ancient Dens. Ancient Den ist ein Artefaktland. Ancient Den ist kein Spell, steht extra drauf. Tappen für ein weißes. Naja, und es gilt halt als Artefakt. Und dasselbe spielen wir noch dreimal für Vault of Whispers. Mittlerweile habe ich festgestellt, ich habe es zwischenzeitlich probiert mit vier Ancient Dens, zwei Vault of Whispers. Das klappt tatsächlich auch. Zumindest fürs Mainboard. Fürs Sideboard haben wir eine Menge schwarze Karten. Und auf einmal wird das nicht ganz so Verhältnis. Deswegen ist das 3-3-Verhältnis schon ziemlich perfekt. Ja, das ist das Mainboard. Kommen wir mal kurz zum Sideboard. Im Sideboard haben wir erstmal für die Creature-Matchups, weil es gibt noch mal sehr viele Creature-Matchups aktuell, zumindest bei uns Goblins, teilweise sogar Burn, die hat ja auch viele Kreaturen haben. Oder auch Texas. Dementsprechend spiele ich vier Swords to Plowshares im Sideboard. Ich war am Überlegen, beziehungsweise habe es auch schon getestet, ob man nicht das Ending hier drin spielt für ein weißes und X, wo man Karten exiliert, weil es eine Modern Horizons 2 Karte ist. Und wir wissen alle, umso mehr Modern Horizons 2 Karten ein Deck spielt, umso mächtiger ist es. Aber ja, Swords to Plowshares ist halt leider einfach besser. Tatsächlich. Einfach besser. Man kann ja auch nur auf 3 gehen, wenn man nicht auf so eine Heavy Creature Meta sich vorbereitet. Und kann dann von der nächsten Karte 4 Stück reinnehmen. Das habe ich in der Combo-Meta ein bisschen gemacht. 4, beziehungsweise wir spielen erstmal nur 3 Thoughtseize. Man kann auch 4 Thoughtseize spielen und 3 Swords. Das geht auch. Thoughtseize, ein schwarzes Mana, ein Spieler unserer Wahl zeigt seine Hand vor. Wir suchen dann nicht Landkarte davon aus, und er muss sie abwerfen und wir verlieren 2 Leben. Wirklich, wirklich Hammer. Einfach nur zum gegnerischen Discarden von Sachen. Ja, weitere schwarze Karten. Wie gesagt, wir haben ein paar schwarze Karten drin, sind 2 Plague Engineer. Ich habe versucht, ein bisschen was anderes auch zu finden, aber Plague Engineer ist nun mal leider echt die beste Karte dafür. Ich habe versucht, so Keldrops zu nehmen, aber das killt halt viele von unseren Kreaturen auch. Und ja, dementsprechend ist es Plague Engineer geworden. Ein schwarzes, 2 farblose, 2/2 Carrier. Aus irgendeinem Grund ist der nicht Phyrexian. Ich glaube, der neue ist Phyrexian. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er Death Touch und wenn er ins Spielfeld kommt, dürfen wir einen Kreaturentyp nennen und alle Kreaturen, die diesen Kreaturtyp haben, die jeder kontrolliert, kriegen -1/-1 gegen Death and Taxes, gegen Goblins. Also ein Kram. Hauptsache weg. Ja, dann kommen wir noch zu einer Karte, die ich angekündigt habe. Und zwar, spielen ein Crucible of the World. 3-mal ein Artefakt. Wir können Länder aus unserem Friedhof spielen, als ob sie auf der Hand wären. Das ist halt super stark gegen ein Deck, was versucht, uns mit Wastelands rauszunehmen. Es ist natürlich super stark, wenn wir unsere eigenen Wastelands spielen, damit wir ganz viele Länder vom Gegner kaputt machen. Das Silent Clearing ist dann ganz nett, weil wir dann jede Runde 2 Karten ziehen können, wenn wir genug Länder haben und wir eh keine Länder mehr ziehen müssen. Oder was halt auch ganz nett ist, ist, wenn wir die Ursachs Saga haben, können wir die halt aus dem Friedhof wieder playen und können damit halt den Gegner in den Wahnsinn treiben. Wenn er Crucible of Worlds nicht los wird, ist das dann meistens sehr schnell, sehr over. Dann bleiben wir direkt bei den Artefakten, gehen wir vom Mana herunter. Wir spielen 2 Topo Orb,
2 Mana Artefakt, Kreaturen haben kein ETB mehr. Das ist ein bisschen schade mit sowas wie unserem Skala, mit unserem Tideholder Skala, der Karten aus der Hand vom Gegner exiliert. Aber naja, wenn wir sie spielen, spielen wir sie meistens gegen sowas wie Doomsday oder Death and Taxes und ähnliches. Und dann müssen wir sie einfach haben und dann ist es auch egal, dass der andere das nicht macht. Das, ja, ist einfach wichtiger. Dementsprechend eine gute Karte. Auch gegen das Creature-Base-Matchup haben wir eine Umisar-Vasierte drin. 2 Mana Artefakt, wenn die irgendwie Schaden zufügt, Combat Damage, kommen 2 Marken da drauf. Wir können eine Marke runternehmen, um einer Kreatur +2/+2 zu geben, also der Ausgerüsteten, um irgendeiner Kreatur -1/-1 zu geben oder 2 Leben zu bekommen. Gerade wieder auch hier Death and Taxes, Goblins und ähnliches, Elfen kann man damit sehr, sehr gut nerven. Und ja, auch Creature-Based Matchups gewinnen. Dann kommen wir zu einer Karte, die ich lieben gelernt habe. Und zwar ein Front Foundry. 1 Mana Artefakt. Für 1 Mana tappen, removen wir die aus dem Deck. Also aus dem Game, nicht aus dem Deck. Shuffeln einen Friedhof in die Bibliothek des Besitzers. Mega auch hier gegen Doomsday. Mega gegen irgendwelche Artefakt-Decks. Mega gegen irgendwelche Gravejot-Decks und ähnliches. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Tatsächlich kann man statt der, habe ich festgestellt, also wenn es jetzt nicht unbedingt gegen Doomsday gehen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel es irgendwie schafft, einen zweiten Torbau-Orb statt der Umizar-Vasierte zum Beispiel zu spielen, dann reicht das eigentlich auch für das Matchup. Kann man statt dem Thrun Foundry auch diese Karte hier spielen, die Lantern of the Lost? Ich wollte sie einfach mal zeigen, weil sie ist eine Karte aus Crimson Vow, die ganz viele Leute anscheinend nicht am Schirm haben. Es ist ein 1-Mana-Artefakt, wenn es ins Spiel kommt, exilen wir eine Karte aus dem Friedhof und wir können die für 1 Mana tappen, opfern und exilen die und exilen alle Karten aus allen Friedhöfen, ziehen deine Karte. Es gibt ja die Karte Soul Guide Lantern. Das ist die hier. Die wird aktuell sehr, sehr viel gespielt. Die sagt, wenn sie ins Spiel kommt, exilt sie eine Karte. Wir können sie tappen, opfern, um jeden gegnerischen Friedhof zu exilen oder eine Karte zu ziehen. Hiermit können wir beides, müssen dafür aber 1 Mana bezahlen, was okay ist in dem Deck eigentlich. Unser Friedhof juckt uns nicht. Wir können aber Friedhof exilieren ohne Karte ziehen, was ich sehr, sehr gut finde. Deshalb, wenn ihr es irgendwie schafft, also wenn ihr es wollt, könnt ihr den Turbo-Orb gegen die Umisar-Vasierte, die geht rausnehmen, Turbo-Orb rein. Und dann könnt ihr die Front Foundry auch rausnehmen und könnt eine Lantern of the Lost spielen. Was ihr auf jeden Fall an Gravedhead noch zusätzlich spielen solltet, sind 2 Torment's Crypt. Theoretisch könnte man da auch Surgical spielen, aber Torment's kann man halt searchen mit Ursas Saga, wenn das meistens dann zu spät ist, aber... Ja, Surgical hat man nicht auf der Hand und so viel Discard, wie mittlerweile die Reanimator-Decks spielen, ist das schon ganz cool, die so zu haben. Und ja, sie ist 0 Mana Artefakt, wir können sie tappen, opfern, um alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl zu exilen. Soviel zum Sideboard, gehen wir noch kurz in den Deck-Talk rein. Ja, ihr wisst ja, beim Deck-Talk nehme ich normalerweise immer so 6 bis 7 Karten raus, die ich cool in dem Deck finde. Ich glaube, das sagt alles. Das Deck ist mega cool, mega witzig. Ich finde den Oswald richtig, richtig cool. Er sucht halt wirklich coolen Stuff raus. Wir haben das Ursa-Package, was ich jetzt mal beiseite tun kann, weil die Leute langweilt das Ursa-Package schon, aber wir können es halt noch hart abusen. Es sind mega coole Tricks drin, wie zum Beispiel die Spruchbombe, die wir einfach benutzen können, um Karten zu ziehen oder um Mainboard, wenn wir 0 Mana-Artefakt haben, einfach mal instant einen Gravedhead-Hate zu haben, womit die Leute im Mainboard nicht rechnen. Pithy-Needle rechnen die Leute nicht mit im Mainboard. Ja, es ist so cool. Die Swift Footboots, wie gesagt, die Lightning Greaves würde ich hier wahrscheinlich eher mittlerweile spielen. Ich werde sie noch ein bisschen testen, aber ihr werdet ja in der Deckliste sehen, was drin ist. Es wird wahrscheinlich Lightning Greaves sein. Schade eigentlich, ich dachte, mit denen könnte ich die schön ausnutzen, weil damit könnt ihr den Oswald halt richtig cool beschützen oder auch als Instant dann benutzen. Also als Instant im Sinne von mit Eile benutzen, damit ihr den direkt, wenn ihr den spielt, auch benutzen könnt. Mega, mega cool. Ja, Nettlezist, super Finisher für das Deck, Portable Hole einfach zum Removen und Dark Confidence und Esper Sandals ziehen einfach unendlich viele Karten. Es ist ein cooles Deck. Und wenn ihr noch kein Legacy-Deck habt oder wenn ihr die Teile dafür habt, baut das mal zusammen. Das macht mega Spaß. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, andere Karten, die man spielen kann und sonst was, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr offen, hier noch ein bisschen dran rumzutesten, das ein bisschen weiter zu verfolgen und zu spielen. Und ja, mal gucken, was man mit Oswald sonst noch bauen kann. Ich bin auf jeden Fall hooked. Und mal gucken, ob ich irgendwie Painter mal zusammenkriege oder ob ich mal den mit Top das Wort probiere oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neue Blacksade. Ciao, ciao.